Masi. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Der Abschwung droht. Wir haben den Brexit und wir haben zweifelsohne die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte, den Klimawandel. Und die Menschen, die ich so treffe, die sind oft sehr bescheiden. Die haben keine großen Ansprüche. Die wollen keine Finca auf Mallorca. Die wollen keine Briefkastenfirma auf den Virgin Islands. Die wollen anständig behandelt werden. Die Menschen, die sich hart anstrengen und an die Regeln halten. Und deswegen ist entscheidend, wie die Bundesregierung mit diesen Menschen umgeht, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist die Frage des Klimawandels eben auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn Sie oder ich, wir können uns eine Wohnung in Berlin-Mitte leisten und dann zum Parlament laufen. Aber Menschen, die sich die Miete in den Innenstädten nicht mehr leisten können, die können sich eben nicht leisten, zu ihrem Arbeitsplatz zu laufen. Die sind angewiesen auf Verkehrsmittel. Und deswegen ist das ein sehr deutliches Signal, wenn Sie in diesem Haushalt 50 Milliarden Euro für Rüstung einplanen, aber 1,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Und ich will in diesem Zusammenhang noch einmal die Frage wiederholen, die ich bereits hier am Dienstag gestellt habe. Die Verteidigungsministerin war eben noch da. Die beharrt ja auf dem Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Ich stelle hier noch einmal die Frage, was passiert denn, wenn jetzt das Bruttoinlandsprodukt sinkt? Werden wir dann eigentlich die Rüstungsausgaben nach unten fahren? Das ist doch eine berechtigte Frage, auf die ich noch überhaupt keine Antwort hier in dieser Debatte gehört habe. Und es gibt eben zahlreiche Ökonomen, Michael Hüter, arbeitgebernaher Ökonom, der sehr renommierte Ökonom Südekom, die sagen, das Geld liegt auf der Straße, weil wir ja momentan negative Zinsen zahlen. Das heißt, es gibt einige reiche Leute, die zahlen uns sogar Geld dafür, die schenken uns Geld, dass sie uns einen Kredit geben dürfen. Wenn wir uns heute 1 Euro leihen, dann müssen wir morgen 90 Cent zurückzahlen. Die EZB ist mit der Geldpolitik völlig überfordert. Die sind mit ihrem Latein am Ende. Und von daher ist es völlig verrückt, einerseits die Negativzinsen zu beklagen und hier in Deutschland nicht mehr zu investieren. Und ich will in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen, der Kollege Fricke hat es ja angesprochen, es ist eben wirklich Grundschule, wenn man hier sagt, ja, wir investieren 40 Milliarden Euro. Es gibt ja auch einen Verschleiß und das Bruttoinlandsprodukt ist ja auch gewachsen. Von daher ist eben die Investitionsquote relevant. Und da sind wir doch in der OECD und den Industrienationen absolutes Mittelfeld. Und das kann doch nicht der Anspruch für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich will ja auch noch mal auf ein, zwei Argumente eingehen, die hier genannt wurden diese Woche in der Debatte. Der Finanzminister hat zum Beispiel gesagt, man solle dann investieren, wenn man in der Krise steckt. Das sei gelebter Keynesianismus. Ich glaube, er hat da Keynes falsch verstanden. Es geht darum, den Konjunkturzyklus zu glätten. Das heißt, man muss vorher investieren, damit man erst gar nicht in der Grütze steckt. Weil wenn man drin steckt, wird es teurer, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und der Kollege Binding hat ein Argument genannt, das ich schon ernster nehme. Er hat gesagt, naja, wir haben ja keine Kapazitäten in der Bauwirtschaft mehr. Aber wenn wir eben mehr investieren würden, dann würden die auch mehr Kapazitäten vorhalten, denn die brauchen Planungssicherheit für ihre Investitionen. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Geld in die Hand zu nehmen. Und der Finanzminister hat davon gesprochen, dass wir Zukunftsoptimismus bräuchten. Er hat Roosevelt zitiert und da bin ich sehr gerne bei ihm, denn was hat denn Roosevelt gemacht? Roosevelt hat gesagt, wir müssen die Reichen in diesem Land endlich besteuern. Wir müssen die Arbeitnehmer schützen und wir müssen öffentliche Investitionen auflegen und Zukunftsoptimismus ausstrahlen. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich ein Land, in dem sie Busse und Bahnen besser benutzen können. Aber wir zäumen das Pferd doch von der falschen Seite auf, wenn wir über CO2-Steuern zum Beispiel diskutieren, die ein Reicher leicht wegstecken kann. Und dann nicht anfangen, in Bahn zu investieren, damit die Menschen auch endlich eine Alternative haben. Das müssen wir tun, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und eine letzte Bemerkung. Herr Roosevelt hat auch gesagt, es sei schlimmer, vom organisierten Geld regiert zu werden, als vom organisierten Verbrechen. Und deswegen ist es überhaupt nicht hinnehmbar, dass wir 10 Jahre nach der Finanzkrise und vor der nächsten keine Finanztransaktionssteuer haben, stattdessen eine Steuer, die 98% der Finanztransaktionen ausnimmt. Das sind die Prioritäten dieser Regierung und das müssen wir der Bevölkerung sehr deutlich sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Fabio De Masi. Nächster Redner, Dr. Tobias Lind.